es möglich, beziehungsweise auch schon letzte Saison, dass die Bälle reingereicht, so schnell wie möglich die nächsten Ballwechsel zu ermöglichen. Spielt oder auch umgreift. Und der Rückhand Aufschlag. Natürlich über die Vorhand. Er möchte Vorhand spielen. Spieler, beide Seiten müsste er können. Das werden wir jetzt mal beobachten. Es ist natürlich schwer, sich zu entscheiden, ob man Rückhand oder Vorhand abwehrt. Man muss mehr Beinarbeit einsetzen. Ellbogenbereich, so heißt es, den Topspin zu setzen. Um auch allgemein erstmal ein bisschen Vertrauen in seine Offensivqualitäten zu bekommen. Für unsere neuen Fans oder Zuschauer. Dort, wie angesprochen, langer Service, um den Abwehrer zu erwischen. Ja, da ist die Front gefordert. Beziehungsweise der Tisch ist ermöglicht. Da wird eröffnet. Wie es ausgibt, in dem Ballwechsel davor war es möglich. Oh. Eigentlich gar nicht so schlecht. Guck mal, so geht es weiter. Oma liebt es, vor der Öffentlichkeit, vor Publikum zu spielen. Er sagt, es gibt wieder Rückhandaufschlag. Wunderbar. 3-1, Aufschlag, Oma Assa. Rücken. Genauso schnell ist die Gefahr natürlich, dass es dann auch mal wieder kippen kann. Großes Kinderturnier seit 1988 und alle Mann Sport in Düsseldorf präsentieren. Aber wir kommen zurück zum Spiel. Trialseite einen Druckschupf zu spielen, um Abwehr ist und wann der Wechsel in die Offensive ist. Bewegung fortführen. Wieder in die Mitte. Skylob Nummer 1. Skylob Nummer 2. Ja! Den Ball. Und jetzt. Wieder in die Mitte. Mitte nachgespielt. Das ist das Rezept. 10. Arbeit, guter Rückschlag und die Mitte beirufen, viel Lust zu finden. Wieder in die Mitte. Und. Oh. Akrobatisch. Und natürlich auch risikoreich, aber da müssen wir uns dran gewöhnen. Wir wollen ihn das auch nicht austreiben. Das ist die individuelle Note von Oma. Weil. Sagen. Timebreak zuzulassen, das wäre wunderbar. Eröffnung mit der Rückhand. Aus der Mitte, damit der Winkel alles ermöglicht. Ist dann für eine vermeintlich offensive Übernahme spinreichen Ball auch schwierig und anspruchsvoll. Jawohl, wunderbar. Nächsten Aufgaben der Saison. Was jetzt sinnig ist, selber zu attackieren oder auf eine gute Abwehrsituation erwarten. Mit abgeklappten Handgelenk.
Methoden von Danny Heister. Zurück zum Spiel. Nächstes schwer. 18. Rückhand. Korte. Rückhandaufschlag. In die Mitte diesmal. Rufen Filus. Halber. Mitte erwischt. Wechsel über außen. Abwehrarbeit abzuverlangen. Wir gehen rein ins Spiel. Vierter Satz. Rückhandöffnung von Filus. Guter Wechsel in die Rückhand. Rückhand gehalten. Wechsel in Vorhand. Der kurze Ball, was ist das? Ein Kunststück. Speichern wir das mal ab als Kunststück. Ob er den wollte, werden wir ihn morgen mal fragen. Schaut bei uns in der Facebook-Seite vorbei. Ob er den so wollte, werden wir morgen verraten. Langer Rückschlag wieder in die Rückhand von Rufen Filus. Kürzer in die Vorhand, um selber wieder die Möglichkeit zu haben, nachzuspielen. Fällt leichter. Langer Aufschlag. Wieder den Wechsel. Achten. Die Hüfte ist da das Stichwort. Wieder Aufschlag in Rückhand. Nachgespielt in Rückhand. Weiter in Rückhand. In die Bewegung zu bekommen. Wieder der Wechsel in Mitte. Schlotterball. Jawohl. Zu wehren, dort gut zu übernehmen. Wir müssen schauen, wie das Spiel sich da weiterentwickelt. Rückhand, positiv. Aber der Punkt zu Ende für Rufen Filus. Die richtige Kampfesstellung zu bekommen, damit die Punkte weiter für Borussia folgen. Gut übernommen in Mitte, jetzt die Vor- und Nachspielen, aber in die Rückhand. Und dann bleibt man oft stehen und hat dann nicht mehr die Position, um den ganzen Körper da reinzubekommen. Jetzt weiter geht's. Rückhandhälfte. Über Rückhandhälfte. Diesmal konnte Omar die Platzierung im Vor- und Topspin besser über Rückhand nachspielen. Wieder den Wechsel über die Rückhand. Mitte. Es war richtig. Es war richtig und genauso sollten wir auch das Kopfnicken von Omar Assar zum Abschluss deuten. Die Rückhand. Da, wie gewartet. Und zu erwischen. Dann kommen wir in eine klassische Abwehrsituation. Langer Ball wieder in die Vorhand. Gut über die Vorhand. Ah, Ali. Jetzt guter Rückschlag, Omar. Er legt ihn lang in Rückhand. Um ihn. Rückhand. Halblang. Rückhand übernommen. Wunderbar. Wir sehen einen fünften Satz. Gott sei Dank. Richtung gehen. Lang wieder in Rückhand. Der Schupf von der Rückschlag von Omar. Wahrscheinlich wieder in die Vorhand. Nee, Rückhand. Rückschlag wieder in Rückhand. Natürlich dann schon sehr anspruchsvoll. Es ist möglich, aber man sollte eher weiter vom Tisch sein. Flip von eines Top-Arounders. Auch wieder. Lass uns alleine regeln. Das ist jetzt die Frage. Aufschlag über die Mitte. Nein, es geht weiter über die Vorhand. Da fühlt er sich sicher. Schlag Rückhand, würde ich sagen. Nein, in die Mitte. Schwieriger Ball. Jetzt um die richtigen Balltreffpunkte zu haben gegen Abwehr. Lang in Rückhand. Ja. Es ist natürlich ein Borussia-Sieg am besten. Langer Aufschlag, diesmal wieder in Vorhand. Steht, aber diesmal ist alles gut gegangen. 5-5. Langer Aufschlag in Rückhand. Wo bleibt die Mitte? Von Topspin, er hat doch die Qualitäten,
weiterzuspielen. Ist das der Respekt vor die Abwehrqualität von Ruven Vilus? Gut. Jetzt nach hinten. Bring ihn. Hoch. Skylop. Situation zu haben, mit dem Vor- und Topspin weiter reinzukommen. Da ist er. Aber Vilus eröffnet. 8-5. Für den nächsten Ball gegen so einen Topabwehrer. Schwieriger für Vilus. Wieder die Übernahme in Rückhand. Guter Wechsel. Aufschlag. Wieder Rückhand. In die Rückhand. Gut eröffnet. Mitte in die Ache gespielt. Sehen Sie! Wissen alle, dass es schnell lang werden könnte. Wieder halblang in Rückhand. Guter Wechsel. Gute Beinarbeit. Sehr Tischner. Ah! Ja, das war natürlich ein Spielentscheidender. Nicht der Spielentscheidende. Das gleicht sich ja immer aus. Aber das war natürlich ein gutes Timing für den Matchball. Lieber Omar.